toll. Ja. Hier durch die Straße hier. Wir haben da ein Medium bei, ne? Atomic, genau. Du gehst hier oben lang. Durch die Stadt. Wollte nicht wer den KV2 nehmen? Ja, Major. User joined your channel. Abend. Moin. 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 Und Abend. Pass auf die Stellung hier hinten auf. Bessere Idee. Von hinten. War du da weiter? Ich komme von hinten. Dann fahren wir aneinander vorbei. Oder auch nicht. Ein bisschen Glück können wir sie kesseln. Ah, das sieht gut aus. Drückt mal hier unten durch. Dabei. Der ging nicht durch. Aua, 419. Da hat einer die große Wumme drauf. Der ging voll durch den Panzer. Euch. Ja. Oh, diese Goldschmuckel. Also mindestens, ein KV hat die große Wumme, ja? Schön vorsichtig also. Ja, der da bei mir, ja. So, ich bin One-Shot. Ich bin nämlich ein Neigebiest. VK, sollte geht zurück. Zur Base. Die beiden Hellcats sind drin. Nimm HE mit. So, hi Verschnandos, ihr könnt Cappen fahren. Jawohl. Oh, das wird eng. 30 Sekunden. Schaffst du das? Doch nicht. Das wird er nicht schaffen, ne? Dann auch noch ziehen und dann noch einen abbrechen. Ich hab HE geladen. Naja. Der Rest sind Cap am besten. Ne, obwohl wir sind drei. Alles cool. Fahrt mal mit. Das wird richtig eng. 5. Dann noch den richtigen Treffen noch. 3, 2, 1, das war's. Scheiße. Hätte ja klappen können. Ja, schön wär's. Alle wieder ready. Halt. Oh Gott. Oder? Das wird lustig. Omni. Ja. Oh fuck. Der eine ist grün, ist bestimmt ein Ausgestoßener. Der muss sich hier quasi beweisen, ist ein Relegationsspiel. Und das hat da vorhin gut geklappt, ne? Die KV-85 durch die Gasse. Oh Gott. Meinst du, mit der Belichttaktik kriegen wir eh?
Ich habe keine Ahnung. Die sind einfach auch alle geradeaus durch. Ich musste mit dem KV auf irgendeinen Kirchturm hochfahren oder so irgendwas, damit du die. Hätte gesagt, alle geradeaus durch und fertig. Nee, na, nicht sinnlos verheizen. Kommen alle durch die Gasse hier und VK, du hast freies Spiel. Mach, was du willst. Okay. Bedenkt, das sind Scouts, die sind recht schnell im Cap, ne, dass das gleiche passiert wie vorne. Naja, dann. Ah ja, richtig, ja. Das sind ja alles Scouts. Soll ich da bleiben? Hält sich der VK ein bisschen zurück und überlebt. VK fährt mitten rein. Ja, eben. Oh Gott, wir werden alle sterben. Das wird witzig. Aber dann sollten ja wirklich vielleicht ein, zwei Leute einfach da bleiben, oder? Ich kann da bleiben, ich kann noch schnell schießen und gut zielen. Ja, dann bleib da. Doch nicht durch die Schlachtergasse, oder? Der Elk steht oben. Der Hügel hoch. Also die... Ja gut, wenn die das machen wollen, dann wollen sie es halt machen. Der KV 85 sollte lieber unten beim VK bleiben. Na gut. Und in der Cap reinfahren. Dabei. Komm mal nach oben, ja. An das Zeug, ne? Bin offen. Sag bloß. Ah, hier ist noch was. Irgendjemand ist hier. Wir sind bewegungsunfähig. Ey? Sie schießen mit Gold. Was soll denn das? Was denkst denn du? Neureichen Säcke. Oh, hier, was mit dem Type? Das ist nicht witzig. Ah. Der schwimmen oder was? Wieder zurück, ne? Wir sollten uns nicht aufteilen, sonst rauchen die uns in der Pfeife. Hier ist die Hälfte mit Gold und ich bin schon zur Hälfte down. Ah, da kommt der Typ von hinten. Der Typ ist wieder da. Brennt, toll. Ein Feuerlöscher dabei. Nein, oder? Du hast echt kein Feuerlöscher dabei? Oha, der Elk hat drei Ringe an der Gun. Kein Problem, ich kann nicht beschießen. Cockringe. Ihr lasst euch doch nicht von sowas beeindrucken. Was von blauen und lilanen Typen? Nie. Und vor allen Dingen von Ringen am Rohr. Ach, geil, Herr. Ja. Zum Kotzen. Toni, wenn du willst, dann. Was ist los, Christian? Rohr. So ein Schnickschnack braucht doch kein Mensch, es kommt auf die Technik an. Oh Gott. Genau. Ja, da ist kein verfickter Scheiß-Busch und der schießt aus 50 Metern, ein bisschen mehr als 50 Metern auf mich und geht nicht auf. Weil sie es können. Also haltet euch mal zurück, ich fahr rum. Ich will ein bisschen ablenken. Du fährst ja ganz weit zurück, alter Vater. Ja, zurückfahr ich, ich weiß nicht. Hat keinen Spaß. Fahr da hin und kill den. Epson, wäre dir nicht böse, wenn. Ja, wollte ich sagen, wäre dir nicht böse, wenn im Bahnhof jetzt der Type da drauf geht. Na gut. Mann, der ist aber auch langsam, also. Das Ding, ey. Wenn die mich jetzt sehen, dann bin ich natürlich Model, dann kommen sie alle hoch. Ah, guck mal, der Elk sieht dich schon. Scheiße, vorbei. Ja. Der Captain ist jetzt kaputt. Kann keine Captain fahren da? Ich fahr jetzt Captain. In der Hoffnung, dass ich das überlebe? Nein. Ja, ich fand trotzdem auch. Ah, Gott! Oh Gott sei Dank. Oh, zwei Abpraller gekriegt hier vom VK.
Oh. Komm, Epson, kriegst du hin. Boah, meine Ping ist jetzt wieder so für den Arsch, ich hör auf, sorry. Ach Mann, ey, was ist das denn hier für eine Scheiße? Der VK kommt. Die Ersten, die das sagen. Weiß. Tut nix, VK. Ah, warum? Pick doch die Scheiße her. Tut nichts, kannst du dich so hinstellen, dass der erste Schuss abprallt? Oh, der geht. Machen wir kalt. Shit. Ich bin erstmal ein bisschen AFK, der Max ist da, ne? Kacke. Sonst schreibt mich einfach an, wenn ihr irgendwie einen Platz frei habt oder so. Ja, ich würde wieder rausgehen, wahrscheinlich. War bloß jetzt der Lückenbüßer. Na, bis später, wa? Jo. Jo. Ciao. Jo. User left your channel. Lobt er sich gerade selber? Komm, der ist gekettet. Hauen weg. Sehr schön. Ha! Was war das für ein Clan? Oh. Band. Schätz gehalten für die Ewigkeit. Ode Mortis. Genau. Ode Mortis kaputt gemacht. Das ist gut. Und er wollte noch ein Lob haben, weil die ja nur Leichte hatten. Und ein weniger. Ja, am Arsch. Ode Mortis International. Und das war der Junior-Offizier. Welcher? Wahrscheinlich die Frischlinge. Weil ich habe heute komplett mal ein paar Battles auf YouTube angeschaut. Da ist eigentlich keiner unter 2000. 2300. Waren ja teilweise alle